Wake News Radio, Wake News TV für alle, die aufwachen wollen. Neue Weltordnung, Versklavung, Dims, Scraps, Schuldgeld aus dem Nichts, eingepflanzter Chip, Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, Wake News.net. Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Death to the New World Order! Hallo, hier ist der Detlev von Wake News Radio, Wake News TV. Wir haben ein tolles Sortiment mit Wake News und United We Strike, Textilien, Shirts,
Kappen, Westen, Bomberjacken, Hosen und Hoodies. Alles in exklusivem Design. Top-Qualität, gute Preise, direkt im Laufteufel-Shop, laufteufel.de, in allen Größen, schwarz und weiß, sehr aufmerksamkeitsstark, für alle, die aufwachen wollen. Dank euch fürs Interesse, geht gleich auf laufteufel.de und schaut euch um. Ja, ich grüße euch zu unserer heutigen Sondersendung United with Strike Radio Marathon. Machen wir ja jeden zweiten Sonnabend, soweit wir es hinkriegen. Im Monat, ja, und das gleich wieder weltweit, ne, später, natürlich dann auch auf Englisch weiter. Und klasse, dass ihr heute zu uns gefunden habt, hier bei Wake News Radio, Wake News TV. Wir haben immer das Privileg, dass wir, ja, anfangen dürfen mit dem United with Strike Radio Marathon auf Deutsch. Ja, 2 Stunden. Ne? Von 16 bis 18 Uhr. Und ja, ich hatte schon lange gekündigt, aber ja. Ja, ich weiß nicht, wie viele es hier heute dann live miterleben können. Gut. Ja, und wie wir es immer machen, wir danken allen, die uns hier mit übertragen und dadurch auch unsere Sendung mit bekannt machen. Und wer das alles ist, das könnt ihr finden hier auf der Seite wakenews.net, Wake News Radio. Und natürlich auch auf der Blogseite, ja, mywakeness.wordpress.com. Die hatte allerdings heute eine ganze Menge Probleme, ja. Und da hatten wir Störungen und deswegen hatten wir es auch zusätzlich noch bei uns auf der Webseite wakeness.net hochgeladen. Das findet man auch bei uns auf der Newsseite mit einem entsprechenden Link. Man weiß ja nicht, ne. Also, die werden ja von allen Seiten bedrängelt, oder? Von diesen paar möchtegern Göttern hier auf diesem Planeten oder auf dieser Erde. Na gut, sagen wir mal, lassen wir es mal so. Ja, und was wir natürlich auch machen, immer wir danken alle Musikern, DJs, Bands, Musikproduzenten, die uns ihre Musik zur Verfügung stellen zum Spielen. Und wir hörten ja eingangs von Outer Space, Rap ist Krieg. Ja, und damit hat sie auch ein bisschen heute zu tun mit diesem Krieg, oder? Ja, und wir sind eigentlich da beständig daran, aufzuklären und auch andere Menschen mit ins Boot der Aufweckenden und Aufwachenden zu ziehen. Denn das ist die einzige Möglichkeit, um alles irgendwie in friedlicher Form zu lösen. Davor hat natürlich diese kleine Minderheit, die dominante Irrsinn, die Minorität, wie ich sie nenne, die DIMS als Abkürzung, mächtig Schiss, mächtig Angst, das wissen wir. Und versucht mittels ihrer gehirngewaschenen Söldner immer die anderen zu tyrannisieren, dass die ja nicht es wagen aufzumucken oder aufzuwachen. Aber wir wissen ja, das ist irgendwann, vielleicht kippt diese Geschichte und dann ist Feierabend mit dieser Tyrannei in der Form. Ja, gut. Und in dem Zusammenhang habe ich auch inzwischen die Sendung vom Donnerstag, die wir fertiggestellt hatten, per Video auch hochgeladen, ist teilweise jetzt noch am Hochladen bei einigen YouTube-Kanälen, mit dem Thema Justizterror im Bund. Wohin soll das führen? Ja, und wer da nachschauen wird, will und das nochmal die Sendung nochmal hören möchte, das ist alles jetzt inzwischen eben, wie gesagt, hochgeladen. Man kann es überall sehen, auch bei Wake News TV, auch das nochmal wichtig, Wake News TV ist unser eigener Videokanal, den wir aufbauen und der sitzt ja in Island als Server und da haben wir die Möglichkeit also auch unsere Filme und die Filme von allen Usern, die dort, wenn sie sich registriert haben, verlinken können, mit zu zeigen und wir sind da schon weit über 2500 Videos. Die kann man auch direkt verlinken, wenn man das also weiterreichen will und so weiter. Und bitte, wer es noch nicht gemacht hat, unbedingt dort registrieren. Ganz einfach. Nur einen Nutzernamen wählen und eine gängige E-Mail-Adresse. Mehr brauchen wir von euch nicht. Und dann könnt ihr schon mitmachen. Bewerten,
Kommentare schreiben und eben eigene Videos, die man für wichtig hält, dort verlinken. Ja, die müssen also zu irgendeinem Server hinweisen, zum Beispiel bei YouTube oder irgendeinem anderen. Spielt keine Rolle. Gut. Ja, und wir hörten da also dann auch in dieser Woche den Film, den wir auch hochgeladen haben mit Interview von dem Martin Deschler, der als Landwirt ja schon seit Jahren, eigentlich Jahrzehnten gequält und terrorisiert wird hier von den sogenannten Behörden in Südbaden, exemplarisch für das, was man ihm ständig antut, weil man an seine Grundstücke ran möchte. Und das ist auch hochgeladen, da solltet ihr auch unbedingt nochmal reinschauen. Auch das verlinken als Beispiel, wie hier mit Menschen umgegangen wird. Der Titel dieser Sendung, Barbaren haben mich überfallen und gefoltert. Ja, auch das ein Interview, was wir also aufgezeichnet haben mit ihm und auch aktuelle Geschehnisse hier im Ort. Und da solltet ihr auch mithelfen, dass wir diese Dinge bekannt machen und auch diesem Landwirt und anderen, die in ähnlichen Fällen sind, damit helfen können. Gut, ja, und wir sind ja im United Strike Radio Marathon und der ist so ausgerichtet. Wir haben ja ein Motto bei United We Strike, nämlich Don't Buy, Don't Comply, Ask Why. Das heißt, nicht bei den Globalisten einkaufen, bei den großen Konzernen, Banken, Versicherungen und so weiter, sondern versuchen, sich regional einzudecken mit Waren, die man braucht und vielleicht auch versuchen, das Schuldgeld nicht zu verwenden, obwohl wir natürlich noch mit Schuldgeld arbeiten müssen, weil leider eben zum Beispiel technisches Gerät oder eben seitens der Konzerne, die uns beherrschen, also ob das die Energiekonzerne sind oder die Internetprovider und so weiter, die wollen alle Schuldgeld und aus dem Grund fragen wir ja auch immer nach Schuldgeld, weil wir dies eben leider auch noch zahlen müssen. Aber so im Großen und Ganzen versuchen, da sich davon zu lösen, autark und autonom zu werden. Und don't comply heißt nichts anderes als nicht immer einfach gehorchen, einfach alles das machen, was man einem sagt, sondern zum Beispiel also sich Fragen stellen und auch die Leute zwingen, sich auszuweisen und nachzuweisen, dass das, was sie von einem wollen, dass das überhaupt alles rechtgültig ist. Und da ist wieder noch ein Unterschied, geltendes Recht und gültiges Recht. Geltendes Recht kann auch das Faustrecht sein und ich denke, das wird vermehrt überall eingesetzt und das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Wir können auf gültiges Recht pochen, denn alles muss seine Rechtgültigkeit haben. Okay? Ja, also, ne? Jo, und so weiter. Das ist so, wie wir es hier immer wieder sehen, ne? Die Faust regiert und die Waffe am Gürtel oder wo auch immer, soll uns hier einschüchtern, dass wir das tun, was die in ihrem Faustrecht, was sie für sich definiert haben. Da macht ja jeder bewaffnet und definiert, ist ja so ein eigener Gesetzgeber inzwischen schon. Ne? Ja, und hält sich an gar nichts anderes mehr. Na gut. Ja, also, und das Ask Why ist ganz wichtig, also immer auch hinterfragen, Mensch, warum macht ihr das? Und warum lasst ihr das zu, dass Chemtrails am Himmel zu sehen sind, dass man unsere Luft verpestet, dass man also unsere Städte zubaut oder überhaupt die Natur vergewaltigt und so. Warum macht man das? Und das muss einfach, es muss eine Kultur wieder hinein in die Menschheit, die selbst das Heft dann dadurch wieder übernimmt und es nicht den sogenannten Dienern, die sich längst zum Herren hochgeschaukelt haben, überlässt, wie man also da zu leben hat oder nicht. Ich meine, es ist einfach unverfroren, was dort gemacht wird. Hier gleich ein Hinweis, damit ich nicht vergesse, ich hatte es mir extra geöffnet. Ja, nämlich eine Veranstaltung, die jetzt in Stuttgart stattfindet am 11., das heißt morgen, 11. Oktober, 14 Uhr in Stuttgart am Schillerplatz. Da gibt es eine Demo unter dem Motto Demo für alle. Ich gebe das nachher unten auch in den Link mit hinein. Und zwar mit einem Schwerpunkt, der vor allem gedacht ist gegen diese Gender-Agenda, also diese Vermischung von Geschlechtern, um uns weiß zu machen, es gibt gar kein Weibchen, kein Männchen mehr, sondern es ist alles eins, eine Suppe.
Es gibt zwar die Menschen, aber die haben halt unterschiedliche Geschlechter, das ist so. Ne? Und die Sexualisierung der Kinder, das heißt, dass man also schon Kleinkinder versucht, zu sexuellen Triebfiguren zu machen. Also ihnen mit Sachen zu konfrontieren, die in jedem Fall nicht altersgerecht sind. Ne? Ich meine, wenn man dann hat ja nachher schon als Erwachsener mächtig damit zu tun, mit seiner Sexualität, und da können auch nicht alle das so 100% meistern. Ja, man überfordert die Kinder ja auch. Und es ist vollständig sinnlos. Und vor allem sollte man also auch die Agenda dahinter sehen, die also darauf abzielt, dass sich die Kinder im Prinzip, das ist ja der Hintergrund, die Kinder im Prinzip gar nicht mehr mit wesentlichen und wichtigen Dingen auseinandersetzen, die für ihre Entwicklung als Mensch wichtig sind, sondern eben sich quasi auf der Stufe Sexualität kleben bleiben, wie so eine Art Sucht dann später in diese Falle hineinlaufen, in die ja viele Erwachsene auch kommen, ja. Und diese Übersexualisierung dann nachher ein grauenhaftes Ende nehmen kann für ihn. Ja, und da, wie gesagt, startet das also morgen ab 14 Uhr mit Kundgebung und Reden. Ich sage es nur jetzt schon so explizit, weil es dauert, bis ich es hochgeladen habe, also bis das dann alle lesen. Und da sind natürlich auch Leute aus dem System dabei, ist klar. Also wir wollen ja alle im Prinzip erreichen, und viele im System haben ja einfach noch gar nicht gecheckt, was es alles so gibt und hinter den Kulissen so alles abläuft. Ja. Gut, das vielleicht mal noch dazu. Ansonsten könnt ihr hier auch mitmachen. Ihr habt die Möglichkeit, eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinzusenden unter radio@wakenews.net. Ja. Und da ist auch einiges da schon. Das werden wir im Laufe der Sendung durchgehen. Gut, und die heutige Sendung hat natürlich auch einen wichtigen Charakter hier in Bezug auf die Situation, in der wir uns befinden, die einem immer deutlicher wird, sogar denjenigen, die also noch schlafen, wie wir es terminieren würden oder bezeichnen würden, gerade durch diese unglaublichen Vorgänge hier bezüglich dieser sogenannten Umvolkung oder Flüchtlingsinvasion, wie auch immer man das nennen möchte. Und da werden wir sicher auch noch das eine oder andere heute hören. Ja, wie ich es immer mache, ich hoffe jetzt, der Block geht wieder 100%. Der war also gestört heute zeitweise. Das ist jetzt nicht unbedingt nur immer darauf zu beziehen, dass die mich stören hier oder Wagner stören, sondern vielleicht hat der Block auch ein Problem. Die haben ja auch, also wie die das meistern, weiß ich auch nicht, wie die das finanzieren, aber gut. Wir wissen ja, ne? Okay. Und deshalb heißt das heutige Thema geheimer, offener Krieg gegen die Menschheit. Ja, und ich habe da eine Collage gemacht, wie ich es immer mache, und ich erkläre es auch immer audiomäßig, damit die Menschen es sich auch vorstellen können, die eben das Video nicht sehen oder eben keine Möglichkeit haben, hier parallel die Sendung mitzuverfolgen im Blog. Was man übrigens machen kann, einfach rechte Maustaste in einem separaten Fenster einen der Links zur heutigen Sendung öffnen. Das ist im Hintergrund ein Überbleibsel historische Flächen, die der Epoche zugeordnet werden, die in der Mahabharata erklärt werden. Und was das ist, da kommen wir gleich dazu. Ja, und insofern sehen wir weiter unter jetzt eine sogenannte Weltuhr, die also die Erde als Scheibe in diesem Fall zeigt. Ja, und einfach ein Bild aus dem Internet ist, weil es passt zu der Beschreibung sekündlich, minütlich. Wird die Lebensbasis der Menschheit zerstört. Ein friedliches Miteinander und Füreinander wird ausgehebelt. Nur wenige profitieren von dieser Ausbeutung. Und das ist nicht neu. Das läuft schon lange, viel zu lange. Und im geheimen
Planen Sie Ihre Schrecken und lassen Sie dann von einfältigen Gehirnamputierten, manipulierten, wollte ich sagen, Söldnern ausführen. Ja. Auch das wissen wir, auch das besprechen wir immer in den Sendungen. Ganze Kontinente wurden schon verwüstet. Und früher ist das ja auch schon geschehen, wenn man zum Beispiel nur mal an die Götterkriege aus den Schilderungen alter Kulturen denkt. Und daher das Mahabharata. Da habe ich eine Collage darunter angefertigt, die also so Szenen von den architektonischen Überbleibseln der archäologischen Funde dieser Zeit herrühren, also in Asien, Fernost, gemischt mit aktuellen Geschehnissen, ob es beispielsweise Bombardierungen von irgendwelchen Städten, also Wohngegenden oder so angeht, die drohende Atomkriegsankündigung, die Drohnenkriege, die was weiß ich, alles das, was also an Schrecklichkeiten da auf uns kommt, aber zukommt und darunter auch dann zum Schluss noch eine Szene aus dieser Erzählung, die ich übrigens unten als Link in Deutsch gefunden habe, als PDF. Da kann man sich die verschiedenen Abschnitte dann mal zu Gemüte führen. Das werden wir natürlich heute nicht tun. Ne? Das ist ein bisschen umfangreich. Aber da werden eben unglaubliche, interessante Geschichten auch natürlich veröffentlicht, was ja schon sehr lange zurückliegt. Ja? So schon ein paar Tausende von Jahren zurückliegen. Wo nämlich also die, ja gut, mit der Zeit ist das immer so eine Sache, das ist sehr unterschiedlich bewertet. Nicht? Es gibt die derzeitige Archäologie, die das wieder ganz anders sieht, als es eben progressivere Gruppen tun, die sagen, also das muss älter sein und das hat irgendwelche Verbindungen mit den Schriften, was ja abgelehnt wird, weil die Mahabharata einfach nur so ein, ja, einfach nur so ein Schriftstück für viele. So ein Roman, ne? So eine Art Roman. Aber es wird da ja auch ganz konkret von diesen Flugschiffen oder Vimanas, wie das dort heißt, gesprochen. Das ist also hochinteressante Lektüre. Und da werden viele Verbindungen gemacht zu eben all den Dingen, die wir ja auch sonst diskutieren und in Frage stellen, ob es nicht schon früher Hochtechnologie in Gesellschaften gegeben hat. Die aber leider nie zum Vorteil der Menschheit genutzt wurden, sondern offenbar nur, um zu zerstören. Und da sind sie auch wieder heute mächtig mit dabei, das zu tun, oder? Ja, wie gesagt, also da könnt ihr gerne mal einsteigen, euch das mal zu Gemüte führen, wer das möchte. Ja, und wir werden jetzt wieder Zeugen und Opfer eines geheimen und offenen Krieges gegen die Menschheit. Ganze Landstriche werden zerbombt. Wir denken mal nur, ist sogar schon in Europa angekommen mit der Ukraine, wenn man so will. Und der ganze Nahe Osten ist ja schon seit Jahrzehnten wird das Ding durchgebombt. Also die pflügen da und ackern nicht mehr, sondern die bomben alles auf und zusammen, was also nur geht. Und wundern sich dann, dass ein paar Leutchen von da wegziehen wollen, oder? Ja? Also ist auch klar, dass es ein alles irgendwelche Gründe hat und meistens nicht nur einen. Ja, also eben ganze Landstriche werden zerbombt, Lebensgrundlagen von Menschen mutwillig zerstört, um den Interessen einiger weniger. Leute, das muss man einfach mal verstehen. Das verstehen die meisten nicht. Die denken immer, ein Staat kämpft gegen den anderen. Das hat mit Staaten überhaupt nichts mehr zu tun. Die Staaten gibt es ja sowieso nicht mehr. Also die Nationen, ja, sondern das sind alles Firmen. Wir wissen das. Ja, wir haben das recherchiert, wir können das recherchieren, jeden Moment. Aber die Mehrzahl der Menschen draußen, wenn du die fragst, die haben keinen blassen Schimmer. Das interessiert sie auch gar nicht. Das interessiert sie vielleicht noch nicht mal, wenn sie nachher am Boden liegen und die Leute auf ihnen herumstampfen und ihnen die Lebensgrundlagen vollständig weggenommen werden. Auch dann interessiert sie es nicht mehr. Weil sie dann gar nicht mehr in der Lage sind, sich darüber zu informieren. Und das ist das Gefährliche. Wir müssen schon irgendwie versuchen, das Hintergrundwissen den Menschen deutlich zu machen. Ja, und eben diesen Interessen einiger weniger zu dienen, werden also Millionen von Menschen jetzt umgefolgt, ja, mit V, also
VOLKT, Umvolkung, ist ja der neue Begriff, werden zu gewalttätigen Monstern, wenn sie sich ihren neuen, in Anführungszeichen, Lebensraum schaffen wollen oder müssen in anderen Regionen. Ja, das muss uns klar sein. Die Leute, die hier ankommen, haben irgendeine eigene Agenda. Ja, ein paar sind vielleicht davon orientierungslos, das müssen wir zubilligen und sind froh, wenn irgendjemand da ihnen sagt, was hier zu tun ist. Ne? Aber die meisten, die hier anscheinend ankommen, haben eine Agenda. Ne? Die Schilderungen haben wir ja jeden Tag, kann man die eigentlich auch in den neuen Informationsmedien, Blogs und so weiter mitkriegen, sozialen Medien, was da so alles abläuft. Und jetzt vorhin habe ich gerade so eine Geschichte gehört, da stellen sie einem die Nackenhaare auf. Das soll im südlichen, auch in einem südlichen Teil von sogenannten Baden-Württemberg sein, wo es also, und ich sage es deshalb so unkonkret, weil ich erst die Bestätigung haben muss, ob es und wie es dort aussieht, dass dort also in einem Lager, in einem Flüchtlingslager, wo also inzwischen auch schon Tausende sein sollen, überwiegend natürlich junge Männer, also Alter zwischen, was weiß ich, 20 bis 40 oder so, wo also die sogenannte Gemeinde dort beschlossen hat, eben um nicht Vergewaltigung von Frauen in Deutschland dort in der Region zu riskieren, diesen Männern offenbar, wenn das stimmt, ich weiß es nicht, deswegen sage ich es auch nur so relativ generell, Prostituierte ins Lager schickt, ne, die bezahlt werden von Steuergeldern. Wenn diese Geschichte stimmen sollte, dann ist das der Hammer schlechthin. Also Leute. Also das nur so als Beispiel. Ja, und darunter hier im Artikel eine Abbildung, die ich gefunden habe hier bei dem Blog dragonordestino.net, Drachenwut, Blog und so weiter. Westliche Wertegemeinschaft, wo also ein paar Figuren dort mit Masken abgebildet sind, die so zeigen, dass das alles höchst dekadent ist. Auch muss man konstatieren, dass es also hier, also die Gesellschaften im Westen so dermaßen geschwächt wurden, eben durch die Art und Weise, wie wir hier leben, dass sie überhaupt gar nicht mehr in der Lage sind, sich irgendwie zu erheben oder sich zu wehren gegen diese Bande, die uns hier terrorisiert. Darunter nochmal die Abbildung, dass eben die Leute zu sehr in diesem Matrix drinstecken, in diesen Matrix-Medien, die ihnen also diese Propaganda vorgaukeln. Die Masse starrt gebannt im Fernseher bei ihrer eigenen Vernichtung zu. Denn ich meine, das ist alles bekannt, auch das ist nichts Neues für uns sowieso nicht. Aber für die, die auch neu jetzt zuhören sollten, hier bei uns in den Sendungen, die Weltbevölkerung soll auf unter 500 Millionen reduziert werden. Und du, der du da vom Fernseher sitzt, du bist dann auch nicht mehr dabei. Ja, es geht auch um dich, um deine eigene Vernichtung. Und das ist denen einfach entweder egal. Und sagt, ja, ist das sowas, was du ja auch. Ja, es ist sowieso nicht mehr gut, wenn man hier Kinder in die Welt setzt in der heutigen Zeit. Ne? Ja und, was heißt das denn? Das heißt, es soll keine Menschen mehr geben oder wie? Ja, ich meine, was ist das für Gedankengut? Ja, also da bist du manchmal ein bisschen irritiert. Ja und darunter nochmal diese Abbildung, Umvolkung. Eben, es werden ja immer noch jeden Tag Tausende von Flüchtlingen in Anführungszeichen, Asylanten in Anführungszeichen, hier nach Europa gelassen. Und darunter die fetten, dickleibigen, satten und ausgelaugten westlichen Gesellschaften werden nun überrannt von nach Wohlstand hungernden Menschen anderer Kulturregionen. Hier treffen dann völlig unterschiedliche Absichten aufeinander. Die satte Gesellschaft, frag mal rum, die einfach immer nur weiter ihr Leben im Wohlstand konsumieren möchte. Und die neue Welle von Wohlstandsflüchtlingen, die sich
diesen Wohlstand, diesen, den die westlichen Gesellschaften offenbar haben, ist ja auch nur ein Scheinwohlstand, für sich selbst erobern will und soll. Ja, soll. Denn sie wurden angeheizt dazu, hierher gelockt. Ihnen wurde Land, Beute, Wohlstand, Geld und Luxus versprochen. Nehmt euch, was ihr wollt. So scheint die Devise zu lauten. Ja, und das ist besonders erschreckend, weil es wurde mir hier auch zugesandt, ein Link zu einem Video, wo also die geradezu eine Willkommenspropaganda für Flüchtlinge, Asylanten gezeigt wird. Und zwar habe ich die hier verlinkt bei der Seite awakenings.net/news mit der Überschrift NWO-NGO-BRID-Bund Asylantenwerbung oder Anwerbung sogar. Fatale Werbekampagne von Mira Media, das ist in Hamburg eine wahrscheinlich Filmgesellschaft, im Auftrag der BRID-Bund-Regierung lockte bewusst Flüchtlinge an. Ja, die haben extra Filme gemacht, damit die Leute hier sich wohlfühlen. Kommt rein, hier, wir brauchen euch. Ne? Und wir wissen, dass da ja auch eine Agenda dahinter steckt. Ja? Das wird ja nicht einfach so gemacht, sondern das ist ja eine weltweite Agenda, die westlichen satten, in Anführungszeichen, Zivilisationen jetzt also zu durchmischen und bei der Gelegenheit gleich zu dezimieren. Ja? Das hört sich brutal an, aber es ist auch so, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, und insofern dürfte das schon alles so stimmen. Ja, also das wird auch vermutlich geschehen, wenn es so weiterläuft. Ne? So, es richtet sich zwar hier Widerstand hier und da, aber die satte westliche Gesellschaft ist so gehirngewaschen, die sind so belämmert, träge, plump und faul, dabei noch entwaffnet. Du darfst ja nicht mal mehr ein normales Messer bei dir tragen, weil das, ne? Du könntest dich ja wehren gegen diese Tyrannei. Und hier die Schweizer entwaffnen sie gerade, ja? Und die lassen sich auch noch entwaffnen, die sind auch so vollständig gehirngewaschen. In den USA wollen sie es, da ist der nächste zu erwartende Schritt eine irgendwie wieder eine Entwaffnung. Wahrscheinlich machen sie irgendeine große falsche Flagge-Aktion, dass also Millionen von Leuten dann freiwillig ihre Waffen abgeben. Das ist sicher alles in der Mache, ne? Weil die Amerikaner sind eigentlich das einzige Volk, was sich noch wehren kann. Aber die Schweizer können das schon gar nicht mehr. Denen hat man schon die Munition weggenommen. Ne? Die haben nur noch ihre Gewehre zu Hause rumstehen. Aber da hatten wir auch schon mal eine Sendung oder beziehungsweise eine Veröffentlichung dazu gemacht, nämlich Wilhelm Tell wird entwaffnet. Ne? Wer das noch nicht gesehen haben sollte, kann sich das mal vornehmen und findet ihr. Ja, also diese Gesellschaft ohne Kampfeswillen wird sich über ihr eigenes Gutmenschentum stolpernd selbst eliminieren, also selbst vernichten. So wie es in Amerika, auf dem Kontinent Amerika, bereits vor Hunderten von Jahren demonstriert wurde. Darunter eins im Netz gefunden, ich glaube, es war bei Facebook gefundene Abbildung, eines Indianers mit der Beschriftung, die Indianer konnten die Einwanderung nicht stoppen, heute leben sie in Reservaten. Ja, mehr schlecht als recht. Und das stimmt. Das wird hier auch passieren, weil die Indianer damals hatten Respekt vor anderen Menschen, haben diese Menschen auch willkommen geheißen am Anfang und haben sogar gedacht, weil eben die anders aussahen, europäisch halt mit hellere Hautfarbe und anderen Gesichtszügen, dass die möglicherweise Götter seien oder so. Ja, gerade in Südamerika ist das ja so geschehen und wurden dann millionenhaft vernichtet. Ja, und darunter noch eine andere Abbildung eben eines
Künstlers, der eben eine Bombardierung künstlerisch weiterentwickelt hat, nämlich aus den Qualmwolken der Explosionen Gesichter gezeichnet hat. Das kam bei thecreatorsproject.vice.com, das könnt ihr euch anschauen. Ja, das sollte also zu denken geben, wenn es irgendwo Probleme gibt auf der Welt, so kann man die nicht lösen, indem man vor Ort die Menschen und deren Lebensgrundlagen einfach so zerbombt. Ich meine, was geht in den Gehirnen dieser Leute eigentlich vor? Das muss doch jeder normale Mensch muss auf diesen Schluss kommen, dass das so nicht geht. Eigentlich muss man all diesen, die da verantwortlich sind für die Bombereien und diesen Mord und Totschlag und den Massenmord an Menschen, den muss man eigentlich alles abnehmen. Den muss man die Macht wegnehmen, die muss man also entmachten, man muss sie wegnehmen von den Positionen und die müssen vor ein Völkergericht, ja, eins, was die Menschen aufstellen, ein Menschengericht, und müssen dort für ihre Missetaten angezeigt und dann möglicherweise bestraft werden, also verurteilt werden. Weil so geht das doch nicht weiter. Und wir dürfen auch keine Industrien fördern, die also darauf ausgelegt sind, Menschen zu zerstören. Also auch das ist ja sowas von krank. Ja, gut, aber das wissen wir ja alle. Die machen das ja auch eben, weil sie nicht so denken, sondern weil sie eine Agenda haben. Die Agenda heißt, die ist vorgegeben, sie müssen zerstören. Sie müssen alles wegmachen, wegputzen und nur dann dürfen sie ihren Job und die entsprechende Apanage, die sie erhalten, bekommen. Oder dann spricht man nicht über deren eigene Fehler und Probleme, die vielleicht noch als Erpressung für diejenigen, die also die in der Politik und in den Führungspositionen diese Entscheidung treffen, noch irgendwo in der Hinterhand haben. Ja gut, also ist klar. Wir müssen also die Ursachen dieses geheimen, offenen Krieges gegen die Menschheit finden. Also die Suche nach der Wahrheit, wie ich sie nennen würde, diese Verursacher dingfest machen und die Geheimnistuerei lüften. Wozu braucht es Geheimgesellschaft? Ich brauche keine. Ja? Wir können ganz offen miteinander reden, wir können das alles auf den Tisch legen und versuchen eben für die Menschheit das Richtige zu tun. Und das jeder in seinem eigenen Kulturkreis, wenn dort die Möglichkeit dafür da ist. Mann, wie toll und blühend war das auch im Nahen Osten in früheren Zeiten. Jetzt sieht das aus, als wie wenn in Slums Asche und was weiß ich, mit Leuten, die weg fliehen von dort. Muss alles nicht sein. Es könnte alles überall, könnten blühende Gärten sein. Wir könnten uns überall alle Gedanken machen, wie wir in unseren Kulturkreisen klasse leben könnten, mit den hervorragendsten Lebensgrundlagen. Es ist ja alles in Hülle und Fülle da. Wir müssen es nur nutzen. Wir dürfen es uns nicht nur wegnehmen lassen von so ein paar dominanten, irrsinnigen Gestalten, die da also meinen, sie müssten hier Gott spielen wollen. Ja, und dann sehen wir in der Lage herauszufinden, wie wir als Menschheit besser miteinander umgehen und leben können. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja? Haben sich auch schon viele kluge Köpfe damit auseinandergesetzt. Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, ihr dürft und könnt eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radioawakenings.net. Freut mich, da ist also die Möglichkeit da, dass ihr eure Dinge hier reinsenden könnt. Ja, und dann noch eine ganz heiße Info hier, die ich für euch habe, weil wir hatten ja am Donnerstag darüber gesprochen, dass ich eben erfahren habe, dass man einen Mitstreiter hier vor Ort, der sich also auch einsetzt für die Menschen, für die Aufweckung der Menschen und auch die Wahrheitsfindung, und das eben auch tut, indem er selber darunter auch leiden muss, weil das System ihn kräftig auch attackiert, Emil Deschler. Ja, ich habe sogar heute Morgen mit ihm telefonieren können. Er hat mich also angerufen
und hat das bestätigt, was wir auch selbst schon inzwischen herausgefunden hatten, dass er sich nämlich in einem der finstersten Orte aufhält, die Baden-Württemberg zu bieten hat. Dieses System Baden-Württemberg, ist ja auch das eine Firma. Er sitzt im Moment immer noch ein in Baden-Württembergs einzigem Justizvollzugskrankenhaus der berüchtigten Festung Hohenasperg. Das ist hier von seinem Wohnort 270 Kilometer weit entfernt. So weit hat man ihn verschleppt von hier. Und das wegen angeblicher Schuldgeldforderungen in Höhe von rund 4.500 Euro, die er alle bestritten hat. Ja, beziehungsweise zurückgewiesen. Ich habe das die Unterlagen jetzt hier gesichtet. Ja, und auf dieser Abbildung, die darunter zu finden ist, habe ich mal so ein paar Szenen aus diesem von dieser Festung festgehalten, damit man eine Vorstellung hat, wovon wir hier reden. Das ist also ein uralter Fels bei Ludwigsburg, das ist also nördlich von Stuttgart, wo also schon seit ewigen Zeiten Menschen dort eingekerkert wurden. Es ist also immer ein strategische Festung oder Burg gewesen dort, die also auch heute noch so schauerlich ausschaut, wie hier auf den Bildern zu sehen. Und in dieser Festung Hohenasperg wurden immer schon Freiheitskämpfer und Andersdenkende vom herrschenden System eingekerkert. Ich habe hier auf dieser Darstellung nur mal so ein paar Namen genannt. Man kann das, wir werden ja noch eine separate Berichterstattung machen, Film und Interview und so weiter. Weil wir haben auch darüber gesprochen, dass wir ihn so schnell wie möglich da rausholen wollen. Und da arbeiten jetzt schon einige dran, aber man kommt erst weiter am Montag, also vorher ist nichts, weil die ja am Wochenende nicht arbeiten. Ne? Also die Kerkermeister schon, aber die Abwicklung machen, diese Justizbande da. Gut, also warum er auch vor allen Dingen in einem Krankenhaus untergebracht wurde, also am Montagabend haben wir noch miteinander gesprochen, weil wir wollten in dieser Woche ja noch eine Aufnahme mit ihm machen. Da war wunderbar, bei bester Gesundheit, alles in Ordnung. Und am Dienstag in der Früh um 10 Uhr haben sie ihn abgeholt. Ja. Also hier wurden also da in dieser Festung Hohenasperg, und wir wissen eben nicht, ob ihm irgendwas und was ihm genau zugestoßen ist, weil dazu hatten wir leider die Gelegenheit nicht im heutigen Telefonat. Da stand schon dieser Justizfuzzi hinter ihm und sagte, ja, fassen Sie kurz. Machen Sie Schluss. Ja, und so, da kannst du ja nicht mal richtig telefonieren. Aber das weiß ich. Ich weiß das ja selbst. Ich hätte überhaupt nie telefonieren können, als sie mich da festgesetzt haben. Aber gut. Wir werden das herausfinden und werden dann natürlich noch ausführlich darüber berichten, auch all die anderen Missetaten, die hier auftauchen. Wir wissen, wir engen den Kreis der potenziellen Ursachen dieser Verknechtung immer mehr zusammen und werden dann über diese Leute auch detailliert berichten. Aber es sind so einige Leutchen dort, die in dieser Festung bereits eingekerkert worden, zum Beispiel Hartmann der Erste von Grüningen, schon 1280. Man kann, also ich beginne in dieser extra Veröffentlichung dann auch nochmal die ganzen Links dazu mit reinbringen, kann man das nachvollziehen. Ein Hans von Stetten, 1498, der Bauernführer, Jecklein Rohrbach, da ging es in den Bauernkriegen, 1525, die Bauernkriege ja deswegen, weil die Bauern sich gegen die Plünderungen durchsetzen wollten und dann gesagt haben, jetzt ist Schluss, Feierabend. Es ist ja schon früher geplündert worden. Das ist also heute nicht anders als früher. Der Dichter Christian Friedrich Daniel Schubart, 1777, Nationalökonom Friedrich List, 1824, der Schriftsteller Berthold Auerbach, 1837, saßen da alle ein, Arzt und Dichter Theobald Kerner, 1850, Theologe Karl von Hase, der Satiriker Johannes Nefflen, der Dichter Leo von Seckendorf, der Schriftsteller Theodor Griesinger und zahlreiche weitere, meist politische Häftlinge.
die in der Regel wegen ihrer antimonarchistischen Haltung seinerzeit dort einsaßen, und auch ein hier zum Beispiel Journalistenredakteur der radikalen Heilbronner Zeitung Neckar Dampfschiff Adolf Meyer zu Beginn der Zeit des Nationalsozialismus im Frühjahr und Sommer 1933 wurden zahlreiche katholische, sozialdemokratische und kommunistische Hitlergegner dort inhaftiert und gefoltert. Ja, also offenbar ist der Emil ein aus Sicht des Systems politischer Gefangener. So muss man das sehen. Und wir werden, wie gesagt, da weiter darüber berichten. Okay. Ja, jetzt mal schaue ich auf eure Infos, die ihr mir hier reingesandt habt. Ja, und ihr könnt das weiter tun und ja, dann einfach unter radio.net eure Infos und Kommentare reinsenden. Es kam hier noch ein interessanter Beitrag, nämlich gefunden bei dem, ich muss gerade mal hier aufmachen, bei, ja, jetzt habe ich schon wieder so viele Sachen offen, hier bei Lupo Cattivo, Geheimkrieg gegen die Deutschen. Ja, das wurde geschrieben von Maria Lourdes, heutiges Datum. Was derzeit, und ich zitiere von da, was derzeit hinter dem Rücken der Bürger läuft, ist für diese Gesellschaft brandgefährlich. Und die Politiker wissen es ganz genau. Aus keinem Landratsamt darf die Wahrheit raus über das, was die in Anführungszeichen Flüchtlinge tatsächlich kosten. Niemand in der Bevölkerung soll eins und eins zusammenzählen. Aus keiner der Notaufnahmeeinrichtungen dringt konkret etwas über die dort ausgetragenen Konflikte nach draußen. Über, so zitiere ich weiter, über Vergewaltigungen, Misshandlungen, Clan-Kämpfe darf nicht berichtet werden. Der Maulkorb-Erlass betrifft auch Polizei, Rettungs- und Sanitätskräfte. Über die wachsenden No-Go-Areas, also die Gegenden, wo man nicht mehr reingehen sollte, in die sich weder Polizei, geschweige denn Bürger wagen, herrscht Stillschweigen. Geschäfte erhalten für von Flüchtlingen, in Anführungszeichen, verursachte Schäden, einschließlich gestohlene Ware im Einzelhandel, Ersatz vom zuständigen Landratsamt auf eure Kosten. Ihr wandert dafür für 5 Euro in den Knast. Ne? Ja, nur nichts berichten, zitiere ich weiter. Polizeiliche Verfolgung findet nicht statt. Es gärt im ganzen Land. Wann wird sich die aufgestaute Wut entladen? Die Antwort finden Sie hier. Da gibt es jetzt einen Verweis auf einen Artikel von Arminius bei Pfiffikus. Geheimkrieg gegen die Deutschen. Ein Polizist packt aus. In Ellwangen, dem Erstaufnahmelager, gibt es jeden Tag unzählige Straftaten und die internen Polizeiberichte, die nur der internen Dokumentation dienen, selbst die werden intern zensiert, also nachbearbeitet und geschönt. Es ist zum Kotzen, sagt dieser Polizist. Kein Innenminister informiert über die wachsende Bedrohungslage durch einsickernde Militante oder Kriminelle. Niemand berichtet über die Zahlen untergetauchter, hierher verbrachten, in Anführungszeichen, die auf Bahntransporten per Notbremse regelmäßig auf freier Strecke Züge stoppen, um zu verduften. Kein Mitarbeiter von der Bahn darf über verdreckte Abteile, verschissene Toiletten oder die Unmengen entsorgter Passdokumente berichten. Aus keinem Gesundheitsamt dringt die kleinste Information über eingeschleppte Krankheiten und Parasiten in die Öffentlichkeit. Massenhaft, so zitiere ich weiter, hören, sehen und lesen wir einzig über die Arbeit der freiwilligen Helfer, in der Mehrzahl ehrenamtlich tätige Gutmenschen. Die Zahl derjenigen, die am Limit ihrer Kräfte arbeiten, nimmt merklich ab.
nicht nur aus Überforderung, sondern oft auch oft aus Frust über das freche Anspruchsdenken vieler Migranten. Mit den Aussteigern aus der Helferszene sickert einiges über den Zustand in den Lagern nach draußen. Bevor das Misstrauen gegen die Geheimpolitik übergroß wird, sollen Danke-Konzerte, also Brot und Spiele, die Menschen bei Laune halten. Es gibt tatsächlich Künstler, die sich dafür prostituieren. Der Unmut auch darüber wächst gewaltig und wird sich demnächst entladen. Wo genau, erfährt der Leser im Atlas der Wut. Ja, ich will das nicht alles vorlesen, aber ich denke, man kann das nachlesen. Das drückt aus, wie es im Moment ausschaut. Und es scheint, als ob es sogar noch wilder werden könnte. Und da könnt ihr euch vorstellen, was das für uns alle heißt. Auch da weisen wir immer darauf hin, dass man immer alles natürlich genau prüfen sollte. Ob und wie ich es auch vorhin genannt habe, habe ich das nicht konkretisiert, bis ich es nicht hundertprozentig genau weiß. Und den Link oder irgendwelche Beweise zu liefern, dass das so ist. Aber wenn das so wäre, dass also das in dieser Form abläuft, dann ist das der Skandal schlechthin. Gut, dann habe ich auch hier gefunden einen Film, den ich mir angeschaut habe, hier bei Time to Do, mit dem Titel Bargeldabschaffung abgelehnt. Ja, und da ist also, wird auch nochmal darüber gesprochen, was da alles so abläuft. Und denke, das ist auch sinnvoll, dass das jeder sich auch nochmal anhört. Wir wissen zwar, ob der Situation genau Bescheid, aber es ist doch nochmal wichtig, alle Aspekte nochmal zu hören. Und ist der Dr. Michael Vogt mit da als Gesprächspartner bei Time to Do. Und ja, lohnt sich das, sich mal anzuhören. Es ist verlinkt bei mir schon auf der Seite Wakings.net News. Gut. Ja, schauen wir mal, was hier noch von euch reingekommen ist. Hier kommt was. Sieg der Bankenlobby. Widerrufsjoker stirbt. Die Politik knickt beim sogenannten Widerrufsjoker offenbar unter dem Druck der Bankenlobby ein. Wen wundert es? Nachdem 10.000 Immobilienbesitzer ihren Kreditvertrag in den vergangenen Monaten widerrufen haben, soll dieses für Verbraucher lukrative Schlupfloch gestopft werden, denn anders als zunächst vorgesehen beinhaltet das Gesetz zur Neuregelung von Immobiliendarlehen plötzlich auch eine rückwirkende Regelung für Altfälle. Ja, das ist alles unglaublich. Das kann bei mmnews.de, ich gebe euch dann die Links später rein zum Nachlesen. Dann in ja, Großbritannien tut sich was, im Teilland Wales kündigt dort die Verwaltung ein vollständiges Verbot von genmanipulierten Organismenanbau an. Also ein neuer Schlag gegen Monsanto, auch das gebe ich euch dann später als Link, kam bei einarschlarett.blogspot.se. Interessanter Name. Okay, dann noch was mit GMO oder GMO oder genmanipulierten Organismen. 19 EU-Staaten spielen bei dem GMO-Anbau nicht mehr mit. Kam bei netzfrauen.org, wer das alles ist und so, ist dann dort nachzulesen. Ja, dann noch was hier im Kita. Kindertagesstätte ist das die Abkürzung. Tarifkonflikt haben sich die Gewerkschaften Verdi, GEW und DBB, in Klammern Deutscher Beamtenbund, wahrscheinlich alles angestellt, am Mittwoch in Hannover mit dem kommunalen Arbeitgeberverband VKA geeinigt. Sie vereinbarten für 240.000 Erzieherinnen, Sozialarbeiter, Behindertenhelfer und Kinderpfleger praktisch denselben Knebelvertrag wie schon beim Schlichterspruch vom 22. Juni. Leute, die Gewerkschaften stecken alle genauso im System drin wie die anderen auch. Die Delegierten feierten ihn mit Standing Ovations und machten damit klar, dass die Gewerkschaft insgesamt hinter seinem Kurs steht und nicht die Interessen der Arbeiter vertritt.
Ja, so ist das auch. Gut, auch das gebe ich euch später rein. Pravda-tv.com kam das. Tödliche Pestizide auf dem Teller aus Indien. Ja, also dort kriegst du gleich das Gift serviert auf dem Teller. Ne? Wie es da aussieht, netzfrauen.org. Könnt ihr dann da nachlesen. Wirbel um Gummibärverbot im Kindergarten. Der kam bei heute.at. Die Geburtstagstorte für einen Knirps durfte von einer Mutter nicht mit bunten Bärchen belegt werden, denn laut Haribo, das ist der Hersteller, enthalten die Leckereien Schweineschwarten-Gelatine. Das sei für muslimische Kinder nicht zumutbar. Gut, mal dieses Süßzeug ist eh also auch ne, mit Fragezeichen zu bedenken oder zu auszustatten, ne, vielleicht. Die Sendung mit der Maus gibt es jetzt auch auf Arabisch, Kurdisch und Dari. Auch das kam hier bei netzplanet.net. Ja, Vielfältigkeit. Dann gab es hier eine Strafanzeige gegen Merkel und de Maizière. Die Maizière, bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern. Ein Bürger aus Hochheim am Main hat Strafanzeige gegen Bundeskanzlerin Merkel wegen des bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern gestellt. Paragraph 96 des Aufenthaltsgesetzes heißt es in der Anzeige, die HR-Info vorliegt. Das kam bei hr-online.de. Gebe ich euch später auch rein. Ja, aber gegen die eigenen Leute wird nie ermittelt. Das wird wegen mangels öffentlichen Interesse wieder eingestellt. Ja, so heißen die meisten Leute. Begründung für die Einstellung von all solchen Dingen. Hier wehren sich ja auch Tausende von Menschen ständig mit solchen Strafanträgen oder Strafanzeigen. Also es ist nahezu sinnlos, das zu versuchen. Man sollte es natürlich trotzdem tun wegen der Generieren eines Verwaltungsaktes, auch eines Aktenzeichens, was man später in weiteren Ermittlungen, die dann vielleicht mal von Gerichten durchgeführt werden und Richtern, die vom Volk gewählt werden und beobachtet werden auch und kontrolliert werden, dann also dann als Fall mal behandeln sollten. Okay. Auch AfD erstattet Anzeige gegen Merkel, also AfD ist ein Parteisystem, BRD, erstattet Anzeige gegen Merkel wegen Einschleusung von Ausländern. Ja, also auch das gebe ich euch. Herr Generalbundesanwalt, übernehmen Sie. Herr Generalbundesanwalt, werden Sie umgehend tätig, da die Regierung nicht willensvoll in der Lage ist, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden? So zitiere ich, die staatsschutzgefährdende Untätigkeit der Bundesregierung wurde öffentlich bekannt gegeben. Daher haben Sie nun die Pflicht zu ermitteln und die Öffentlichkeit über gegebenenfalls vorliegende Staatsschutzgefährdungen oder Gefährdungen, müsste es eigentlich heißen, zu informieren. Auf einen Kanzlersturz können die Bürger dieses Landes nicht hoffen, da es im Bundestag offenbar eine Mehrheit für die widerrechtliche No-Borders-Politik, also keine Grenzen, der Kanzler gibt. Daher bleiben den Deutschen außer der Aufregung und der Anrufung des Generalbundesanwalts gegen die Willkür der Exekutive nur noch Widerstandshandlungen nach Artikel 20 Grundgesetz. Recht auf Widerstand. Das kam bei p-news.net. Hier nochmal. Mein Kommentar dazu. Es gibt keine Gerichte, es gibt keine Staatsanwälte in der BRD. Gibt's alles nicht. Gibt vielleicht einen Militärstaatsanwalt von irgendeinem der Alliierten, aber auch die Alliierten sind ja inzwischen als Firmen. Ne? Also sind alles Firmen. Auch der Generalbundesanwalt Karlsruhe, kannst nachschauen, steht bei Dun & Bradstreet drin, ist ein eingetragenes Unternehmen in der DNS-Nummer. Wenn ihr im Moment wartet, kann ich nachschauen, wie die Ding heißt. Ne? Kannst ja mal öffnen. Vielleicht finde ich es so gerade so nebenbei. Ihr hört es vielleicht klicken schon ein wenig im Hintergrund. Dann kann ich das mal eben nachschauen, ob ich das so auf die Schnelle finde. Es ist ja so massenhaft an Sachen hier, dass es also nicht zu fassen ist, was man alles immer beobachten muss, gell? Ich mache mir dann immer von dem einen oder anderen Screenshots, das solltet ihr vielleicht auch machen, wer es noch nicht gemacht hat, von eben den
den Angelegenheiten da, dass man von Dun & Bradstreet beispielsweise sich einfach so einen Screenshot macht oder machen lässt. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht, aber gibt es auf jeden Fall nachher dann mit rein in das Video, ja, dass ihr das dann seht. Okay, der Farage, der Nigel Farage, der ja selber abgewählt wurde, also der ist, hat selber keine eigene Machtposition in offiziell mehr im Europäischen Parlament, aber macht natürlich trotzdem weiter. Und der sagt, Merkel und Hollande sind Versager. Das kam bei allesschallundrauch.blogspot.de. Die beiden Verräter an Europa und an ihren Staaten, Merkel und Hollande, haben am Montag vor dem Europäischen Parlament in Straßburg ihre Reden gehalten. Merkel gab endlich zu, sie ist eine Gesetzesbrecherin, denn sie sagte, das Dublin-Abkommen, welches diejenigen Staaten, in denen Migranten zuerst die EU betreten, zur Aufnahme und zur Durchführung von Asylverfahren verpflichtet sind, sei in der Praxis obsolet. Ja. Also, steht zwar da, aber spielt keine Rolle. Und sie hat wahrscheinlich auch recht. Denn, das sage ich jetzt als Kommentar, es gibt keine Nationen und keine Staaten. Es sind alles Firmen und das sind Schwesterunternehmen, wenn man so will, alle zusammengeführt in einer Holding, die also von den paar wenigen kontrolliert wird. So ist es. Denkt da mal drüber nach. Also sie hat selbstherrlich, so sage ich es da weiter, bestimmt unbegrenzte Mengen an Flüchtlingen und Migranten können nach Europa strömen und selber verlangen, welches Land sie aufzunehmen hat. Natürlich die Länder mit den großzügigsten Geschenken für die Einwanderer wie Deutschland und Schweden. Sie machen auch keinen Unterschied mehr zwischen Kriegsflüchtlingen und den Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Ja, das ist alles Farce. Letztendlich geht es darum, das ist wie bei einer Firma. Du kannst ja nicht, wenn du Mitarbeiter hast, ja, die in dieser Firma fassungslos zuschauen, wie sie selber rausgeschmissen werden und neue Leute eingestellt werden, die für 100% weniger Lohn arbeiten oder arbeiten könnten. Ja. Also vielleicht gibt es da noch fachlich hier und da ein paar Differenzen, aber offenbar scheint es nicht mal so eine wichtige Rolle zu spielen, dass da fachlich ausgebildete Kräfte kommen, weil die holt man sich dann auch aus dem Ausland, eben echte Fachkräfte, die nach ihrem Fachkönnen vielleicht auch bezahlt werden. Aber die Leute, die normalerweise da drin waren, gedacht haben, das ist der Job hier, die Firma für mein Leben, die gibt's dann immer. Und das ist ja auch nur der Vergleich. Ja, was willst du dann als Arbeitnehmer tun? Du kannst nur streiken. Ja, hoppala, jetzt kommen wir schon wieder mal auf so einen Punkt zu sprechen. Und die meisten Leute in der BRD haben ja noch nicht kapiert, dass sie nur das Personal sind. Wenn sie es mal kapieren, kommen sie vielleicht auch auf die Idee? Weiß ich nicht. Wir gehen jetzt mal in eine Pause. Ja, haben wir uns verdient, oder? Nach diesen Schreckensnachrichten hier, die wir immer leider miteinander verdauen müssen. Aber wir müssen ja auch immer daraus wieder unsere Möglichkeiten herausfinden, wie wir uns zur Wehr setzen können, oder? Ja, und wir hören jetzt hier in der Pause von Rainer Jancis und J.J. Jones zwei Songs, nämlich Didn't Make Me und No One Suffers. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind im United with Soul Radio Marathon hier am 10.10.2015 Sondersendung von Wakeness Radio, Wakeness TV. Und es ist hochspannend mit heißem Thema. Und ihr dürft hier mitmachen. Eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen reinsenden unter radio@wakenews.net. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hochspannende Zeit schon. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Gave it a name.
IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Where no one suffers, no one senses any pain, no one cries and no one dies, and they welcome the rain. It's a place I know you've been to, looks a lot like this one here. People walk in the same tempo, but on the faces you will see no fear. They don't believe everything they see or hear. With the naked eye, you don't notice everything. What appears to be is, isn't there. You have to look between the lines to find the things of which you're unaware. UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, hallo, wir sind zurück hier aus unserer kleinen Verschnaufpause, musikalisch natürlich, in unserem heutigen United We Strike Radio Marathon Sondersendung von Wake News Radio, Wake News TV. Ja, heute ist der 10.10.2015, wir sind in der zweiten Stunde. Gut, ja, und da haben wir ein heißes Thema heute, ne? Oder? Ich weiß nicht, wie das sehen. Ich schon. Geheimer, offener Krieg gegen die Menschheit. Ja. Und was damit auf sich hat, haben wir schon in der ersten Stunde recht intensiv diskutiert und auch dort eine Menge Infos erhalten. Auch zum Verbleib von Emil Deschler, dem lokalen, regionalen Freiheitskämpfer. Ja. Okay. Gut. Wir haben die Möglichkeit, hier in dieser heutigen Sendung also eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinzunehmen, einfach unter radio@wakenews.net eure Infos zusenden. Gleich vorab noch zwei kurze Meldungen. Das erste ist offenbar, so sickerten viele Informationen durch, ist eine Mehrwertsteuererhöhung im Bund geplant, ja. Es wird also immer mehr wert, dort zu leben, oder?
Ja, auf jeden Fall wird es immer teurer. Ja, und da gibt es also die Pläne, dass auf 25%, 24, 25, irgend sowas um den Dreh zu erhöhen. Außerdem noch einen kleinen Flüchtlings-Soli-Beitrag. Ja, also hier, oh, da hatte ich hier auch einen Link bekommen. Das kam bei T-Online-Nachrichten. Bundesregierung dementiert Berichte über Flüchtlingssoli. Natürlich. So, hey, wer hat das schon erzählt wieder? Ne? Gut. Ja, also die Kostenbelastung für uns alle wird in jedem Fall höher. Es kann aber auch unser Leben kosten, wenn wir nicht jetzt langsam mal zu Potte kommen. Ne? Oder das ist eigentlich so ein bisschen der Tenor aus unseren Sendungen bei Wake News und hier natürlich United Recycle, aber auch bei vielen anderen wird das so diskutiert. Ne? Und das, also wir sind ja schon lange dabei, das aufzudecken mit den Georgia Guidestones. Das ist schon ein paar Jahre bekannt. Ne? Aber die wenigsten sind so richtig noch nicht so richtig eigentlich darauf gekommen, dass es so ist. Nochmal der Hinweis, die heutige United Recycle Radio Marathon Sendung, die wir immer jeden zweiten Sonnabend in einem Monat durchführen, die geht weltweit. Und wenn wir hier durch sind mit unserem deutschen Teil, dann geht es auf Englisch weiter. Und das startet also in der nächsten Stunde, ab der nächsten Stunde. Ich werde dann noch ein bisschen hinter den Kulissen produzieren, bevor ich es dann an meinen Kollegen in den USA, ein Patriot übrigens, weiterreiche. Also jemand, der sich genau für dieselben Ziele einsetzt, die wir haben, nämlich frei sein zu können in einer Region und in einer Umgebung, die wir mitbestimmen, ja, und nicht andere über uns. Und die US-Amerikaner, die das erkannt haben, die sind also auch gewaltig unter Druck. Denn die werden genauso verknechtet und versklavt wie wir auch. Ja, vielleicht nochmal eine kurze Info, das hatte ich in der ersten Stunde noch nicht mit reingenommen, möchte ich aber noch gerne tun, nämlich ich hatte heute noch eine Presseanfrage geschickt an die an diese Festung Hohenasperg, über die ich vorhin berichtete, diese Kerkereinrichtung für politisch Gefangene in Baden-Württemberg, nördlich von Stuttgart, in die also Emil Deschler verbracht wurde, ins JVA-Krankenhaus, was immer ihm da zugestoßen sein kann, weil am Montag, hatte ich ja gesagt, war noch gesund und munter. Ja, aber das werden wir sicher erfahren, weil wir dann natürlich noch separat darüber berichten werden. Aber ich hatte eben an die Anstaltsleitung einen Fax heute versandt, an der Presseanfrage, die ich noch heute vorlesen möchte. Das ist also hier der Sendebeleg, den ich hier kurz die Kamera halte und auch die erste Seite der Presseanfrage. Ich gebe das dann als Dokument auch in die Linkliste mit rein. Da habe ich geschrieben an Frau Jeanette Biestoch, Beastoch geschrieben, Vollzugsleiterin, übrigens habe ich recherchiert, eine Basketballspielerin, die in irgendeinem Verein spielte. Ja. Dann Herrn Dr. Ralf Michael Schulte, ärztlicher Direktor, habe ich auch recherchiert über diesen Herrn. Da werden wir bei Zeiten auch noch mehr davon hören. Das ist also einer, der auch psychiatrische Gutachten verfasst und offenbar da sehr schlimme Dinge auch schon gemacht hat. Wir werden darüber später berichten. Firma Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg in der Schubertstraße 20 in Asperg bei Ludwigsburg da oben. Presseanfrage, unser Zeichen und so weiter, Berichterstattung über Herrn Emil Deschler, Haftunterbringung, Gesundheitszustand. Sehr geehrte Frau Jeanette Biestoch, sehr geehrter Herr Dr. Ralf Michael Schulte, wie wir inzwischen erfahren konnten, befindet sich Herr Emil Deschler als Gefangener in Ihrer Einrichtung offenbar in stationärer Behandlung. Offenbar wurde er am vergangenen Dienstag, den 6.10.2015 vormittags gegen 10 Uhr von einem Trupp bewaffneter Uniformierter in Grenzach-Wielen
festgenommen und ist aufgrund Aussagen der hiesigen Behörden zu ihnen verschafft worden, offenbar zur Behandlung. Das ist insofern für uns wichtig zu erfahren, da wir mit Herrn Emil Deschler in dieser Woche ein Interview führen wollten und er bis Montag, also den 5.10.2015 abends kerngesund gewesen ist. Insofern sind wir auch in der Redaktion sehr besorgt über seinen Gesundheitszustand und weshalb er überhaupt einer ärztlichen Behandlung in ihrer Einrichtung bedarf. Er ist wegen privater Geldforderung durch einen Herrn Hieber aus Rheinfelden offenbar festgenommen worden, was uns hier sehr merkwürdig erscheint, da nach internationalem Recht, europäischem Recht, zu dem sich auch die BRD im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel 1 verpflichtet hat, niemand wegen privater Schulden in Haft genommen werden darf. Unabhängig davon erbitten wir also dringend den aktuellen Stand der Dinge, da es offenbar um Geldforderungen an ihn geht, erbitten wir gleichzeitig auch im Auftrag von Familie, Freunden und Bekannten, die an uns herangetreten sind, Auskünfte darüber, wie diese ihm helfen können, dass er schnellstmöglich wieder nach Hause kann. Es ist sehr besorgniserregend, wie hier möglicherweise durch die Justiz gegen ihn vorgegangen worden ist. Herr Emil Deschler ist ein in der Öffentlichkeit bekannter Mensch. Täglich erreichen uns Nachfragen, Anfragen zu ihm. Es sind schon mehrere Sendungen, / Veröffentlichungen zu ihm in unseren Medien erschienen. Wir planen eine sehr detaillierte und breite Recherche und Berichterstattung zu den Vorkommnissen und der Situation. Daher sind wir verbunden, wenn Sie uns raschestmöglich Auskunft erteilen. Hier nun unsere Fragen. Erstens, warum ist Herr Emil Deschler bei Ihnen? Zweitens, welche Gründe veranlassen die Unterbringung bei Ihnen? Wer hat ihn zu Ihnen eingewiesen? Drittens, wie kann Herr Emil Deschler schnellstmöglich wieder aus Ihrem Gewahrsam geholt werden? Viertens, wie hoch ist die Geldforderung, die Freunde, Bekannte ohne Anerkennung einer Schuld an Sie leisten können, damit er wieder in Freiheit gelangen kann? Bitte um sofortige, konkrete Angabe zu entsprechenden Möglichkeiten bei Zahlungsforderungen etc. Ja. Denn er hat mit mir heute Morgen ja telefoniert, er hat aus dieser Anstalt anrufen dürfen, nur kurz, und sagte, dass er also offenbar jemanden hat aus seiner Familie, der diese Summe, die gefordert ist, etwa 4.500 oder so, bereit ist zu zahlen. Ja, und er dort auf jeden Fall raus möchte, weil die ihn sonst für 6 Monate einsperren wollten, wegen einer Geldforderung. Ja, und das habe ich noch dazu geschrieben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese Presseanfrage auch an die Öffentlichkeit bringen werden, was ich jetzt hier heute damit getan habe. Wir verweisen nur der Ordnung halber auf das Presseauskunftsrecht gemäß BRD-Presserecht, Landespresserecht Baden-Württemberg sowie das IFG-Informationsfreiheitsgesetz und das EU-Presserecht. Da wir also eine baldige Veröffentlichung dieser Fragen und Antworten am Dienstag, den 13.10. geplant haben, erbitten wir ausführliche Stellungnahmen zu allen oben angeführten Punkten bis spätestens zum eben 13.10. 13 Uhr, damit ich es noch in die Sendung nehmen kann, bei uns via E-Mail eingehend, wenn es Ihnen möglich ist. Ansonsten erbitten wir eine kurze Mitteilung, wann mit einer Beantwortung unserer Fragen rechnen können. Bitte beachten Sie, dass wir diese Presseanfrage öffentlich machen. Nochmal wiederholt hier der Link zum Impressum für allfällige Rückfragen zu unserem Impressum bei Wakensponger. Vielen Dank für Ihre Mühen und Unterstützung. Ja, sehen wir mal, was da kommt. Ja, jedenfalls denke ich mal, dass wir ihn vielleicht nächste Woche wieder rauskriegen können. Dann werden wir ein detailliertes Interview mit ihm führen. Inzwischen habe ich auch, das der fairerweise muss ich das hier erwähnen, auch von der vom Amtsgericht Lörrach, was am Donnerstag noch nicht klar war, bekommen, eine Antwort von dem dortigen Presseverantwortlichen. Nachdem ich nämlich eine Erinnerungs-E-Mail geschickt habe und Anrufe dorthin gemacht wurden, hat er sich dann bequemt, sich zu melden. Und da hat Herr Sönke Blunk geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Anfrage betrifft ein Zwangsvollstreckungsverfahren, das in nicht öffentlichen Sitzungen, hoppala,
und nicht öffentlichen Verfahrenshandlungen betrieben wird. Also Geheimniskrämerei. Die Verfahrensbeteiligten haben einen Anspruch auf vertrauliche Behandlung. Das wird nichts. Die werden alle öffentlich. Die nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Doch, durch uns schon. Ja? Auskünfte erteile ich deshalb nichts, schreibt er. Ja? Gründe, die einen Auskunftsanspruch der Öffentlichkeit und der Presse begründen würden, sind nicht ersichtlich, schreibt er hier, Nachweise über ihren angeblichen Status als Presseorgan haben sie überdies auch nicht vorgelegt. Mit freundlichen Grüßen, Sönke Blunk. Ja, also der scheint uns noch nicht regelmäßig zu schauen, aber das wird er jetzt dann demnächst, weil er halt ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gerät jetzt als Pressesprecher. Da habe ich ihm zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr Sönke Blunk, vielen Dank für Ihre Nachricht und Anfrage. Herr Emil Deschler ist ein in der Öffentlichkeit stehender Mensch, wie Sie gerne in einer kurzen Recherche im für jeden öffentlich zugänglichen Internet erfahren können. Hier ein entsprechender Link, habe ich ihm dann so einen Google-Link gegeben. Wir haben in unseren Medien bereits vielfältig über ihn und Angelegenheiten, die ihn und die Öffentlichkeit betreffen, berichtet. Daher bitten wir noch einmal, uns entsprechende deutliche, klare Auskünfte zu erteilen. Dazu sind Sie als Behörde verpflichtet, sofern es nicht irgendwelchen Datenschutzgründen entgegensteht. Nach erster Recherche unsererseits ist offenbar Herr Emil Deschler in ein mehrere hundert Kilometer entferntes Justizvollzugskrankenhaus für stationären Aufenthalt verschafft worden, was aus unserer Sicht sehr bedenklich erscheint, und wir werden sehr intensiv und genau über alles berichten, recherchieren, was hier mit Herrn Deschler möglicherweise geschehen ist. Bitte beachten Sie, dass wir immer alles öffentlich machen. Ihre letzte Bemerkung in Klammern oder beziehungsweise Anführungszeichen Presseorgan und in Anführungszeichen Nachweise über Ihren angeblichen Status als Presseorgan kann ich nicht ganz verstehen. Was meinen Sie damit? Ja, nicht so ganz dichter oder so. Ne? Wenn Sie Auskünfte über Wake News, die entsprechenden Medien und über mich erhalten möchten, so haben Sie jede Möglichkeit, das mit einem einfachen Klick zu erfahren. Hier habe ich Ihnen der Einfachheit halber dazu die Links eingefügt. Ne? Also einmal einen Google-Link, ne, mit Wake News drin, dann einen Link zu der Webseite wakenews.net über uns. Und dann wakenews.net Impressum. Ja, die haben wir ja auch. Zwar nehme ich an, so habe ich weiter geschrieben, dass Sie die rechtliche Situation zur Presse und deren Organen als Presseverantwortlicher kennen, aber gern gebe ich Ihnen hier an beide entsprechenden Infos. Verweis auf landesrecht-bw.de, also eine Behördenseite. Gesetz über die Presse. Landespressegesetz vom 14. Januar 1964, Paragraph 2, Zulassungsfreiheit. Die Pressetätigkeit, so zitiere ich, einschließlich der Errichtung eines Verlagsunternehmens oder eines sonstigen Betriebes des Pressegewerbes, darf von irgendeiner Zulassung nicht abhängig gemacht werden. Und hier noch die Infos aus dem Grundgesetz für die BRD, entnommen beispielsweise, hier habe ich es gemacht, von dejure.org, die diese Gesetze ja im Netz öffentlich anbieten. Grundgesetz, erstens Grundrechte, Artikel 5. Jeder, und zwar erster Absatz, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ich denke, damit haben wir Ihre Fragen zu Status in Anführungszeichen und Presseorgan in Anführungszeichen hinreichend erläutert, Fragezeichen. In dem Zusammenhang möchten wir gerne gleichfalls Ihnen die Frage nach Ihrem Status stellen. Sind Sie ein vereidigter Beamter bzw. Richter? In Ihrer Berufsbezeichnung geht das nicht eindeutig hervor. Für eine rasche Beantwortung unserer Fragen danken wir schon jetzt. Vielen Dank für Ihre Mühe. Aber dann nochmal Antworten. Okay, aber wir werden ihn bekannt machen. Das ist auf jeden Fall mal klar. Das ist erklärtes Ziel. Also das Amtsgericht Lörrach steht jetzt ganz oben bei mir auf der Berichterstattungsliste. Ja, hatte ich immer schon ein bisschen schon. Aber in letzter Zeit nicht mehr so viel. Das kommt jetzt wieder neu. Gut. Ja, ihr könnt also eure Sachen noch reinsehen unter radio.net. Schauen wir mal. Gut. Da kommt was. Eine mögliche Gefahr, schreibt er, ja, eine mögliche Gefahr. Summte bis zu 1000 Flüchtlinge für 100 Einwohner. Das kam
weiß ich es nicht, kam mir nicht. Der Link wäre noch schön, wenn du mir den zusendest. Ah doch, das ist, der oben steht da. Nämlich bei brdschwindel.org summte bis zu 1000 Flüchtlinge für 100 Einwohner. Zitiere, gerade mal 100 Einwohner zählt das Dorf Sumpte im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen. Aber nun steht der Gemeinde eine historisch einmalige Bereicherung ins Haus. Bis zu 1000 Flüchtlinge sollen in das seit mehreren Jahren leerstehende Bürogelände unterkommen. Das Lager werde noch im Oktober in Betrieb genommen, teilte das Innenministerium in Hannover mit. Damit entsteht die bislang größte Unterkunft für Flüchtlinge im Landkreis Lüneburg. Jubelschreie, so der Kommentar seitens der Dorfbewohner über die bevorstehende Kulturbereicherung, wurden bisher noch nicht vernommen. Aber insgeheim ist die Vorfreude bestimmt schon ausgebrochen. Gebe ich euch dann später als Link mit rein. Ja, also ist nicht zu fassen. Bahnreisende verwüsten Abteile. Hallo, da sind einige Bilder von Bahnreisenden zwischen Wien und Salzburg. Schauen wir mal, das muss ich mal eben aufmachen, was da zu sehen ist, ne? Kann ich es vielleicht schildern. Das kam bei info-direkt.eu, Bahnreisen und Flüchtlinge. Ja, also da gab es so ein, och, das sieht aber nett aus, du. Boah, da haben sie aber ordentlich gewütet, der ganze Müll und Dreck und Lebensmittel, oh ja, das gebe ich euch dann später rein. Oh, das ist schon gewaltig. Das sieht ja aus. Mein lieber Scholli. Gut, also solche Infos sind wichtig. Wir müssen uns ein Bild machen und auch ganz offen über diese Dinge sprechen, ist ja klar. Jetzt kommt noch was. Das hatten wir aber schon letzte Sendung gemacht. Gefangener ISIS-Kämpfer trug Karte mit Zielen für die Übernahme Berlins bei sich. Das hatte ich schon am Donnerstag erwähnt in der Sendung. Das könnt ihr euch in der Sendung bitte nochmal anhören. Die ist schon als Video auch, als Aufzeichnung schon hochgeladen. Ja, dann schauen wir mal, was gibt es da noch Neues? Angela Merkel, Entschiedenheit und Überlebenskampf, das kam beim Contra-Magazin. Der Stern der Angela Merkel scheint zu verglühen, steht da. Auf allen Wegen geht es bergab. Die Zustimmung in der Bevölkerung sinkt. Der Friedensnobelpreis ging auch an ihr vorüber. Es gibt sicher noch einen, der noch mehr Frieden verbreitet hat, ne? So wie Obama. Wird die Kanzlerin ihren Job für die Bewältigung der Flüchtlingskrise opfern? Die hat doch schon längst einen neuen Job, Leutchen. Oh Mann. Okay, das kam im Contra-Magazin. Gebe ich euch später als Link. Also wissen wir, aber das spielt keine Rolle, wer da an der Spitze ist, welche Figur das ist. Das, viele meinen, das liegt an Angela Merkel. Die ist jetzt nur einfach diejenige, die am Ruder ist, die man da hingesetzt hat. Die ist ja auch nicht wirklich gewählt worden am Anfang, sondern sind ja immer nur die Parteien gewählt worden, nicht die Personen. Die ist zwar auch im Wahlkampf aufgetreten, aber letztendlich hast du dann eine Stimme nicht für eine Person gegeben, sondern für die Partei. Und das muss einem auch schon mal zu denken geben. In der Schweiz sind ja jetzt auch Wahlen, die kommen jetzt, glaube ich, wann war das hier? Ich glaube, kommendes Wochenende, oder? Am 18. oder so. Da sind auch Wahlen hier in der Schweiz. Leute, überlegt euch das mal, ob das überhaupt richtig ist, eine Partei zu wählen. Geht mal bei upik.de rein, gebt den Namen eurer Partei da rein und sucht mal nach, ob die eine DUNS-Nummer haben. Dann sind sie eine Firma. Lingelingeling. Okay. Ja. So ist das halt. Ne? Das wissen eben die sich nur dieses Matrix-Fernsehen antun und diese Matrix-Medien eben nicht, oder die nur am Stammtisch sitzen und sich auf die Schenkel klopfen und haben das auch noch nicht kapiert, dass sie die Schlachtopfer der Zukunft sind. Ne? Hier kam beim info.kop-verlag.de noch was vor der Beerdigung, die Besatzer. Da steht also die Besatzerrepublik im Todeskampf. Nach 10 Jahren Merkel-Murks, so zitiere ich von da, steckt diese Republik der Raubritter und Besatzer in einem lebensbedrohlichen Sperrfeuer. Die selbst provozierte und verschuldete Flüchtlingsinvasion sowie die VW-Attacke werden zu Sargnägeln. Grämen Sie sich nicht über das Verschwinden des Ihnen bekannten Deutschlands, sondern retten Sie sich und Ihre Liebsten und rufen Sie der am Abgrund stehenden Katastrophenkanzlerin zu. Ladies
First alternativlos, während sie an Götz vom Bärlichen, Akt 3, Szene 4 denken. LMAA. Ja, und so weiter. Das lese ich auch nicht durch, weil es ist in dieselbe Richtung, immer dieselbe Tonalität, also nur in verschiedenen und anderen Beschreibungen. Ja, das ist richtig. Geheimkrieg gegen die Deutschen habe ich schon vorhin vorgelesen. Das ist gut. Asylforderer immer dreister. Staatsbedienstete sind wütend. Auch das kam hier bei Kompakt. Auch diesen Link gebe ich euch weiter. Das haben wir aber vorhin schon in einem anderen Zusammenhang gebracht. Also ihr könnt hier noch reinsenden unter radio@wakeness.net. Dann eure Infos, Kommentare und so weiter. Ja, hier kam noch was zu der GEZ-Thematik. Eine Zusendung mit den Links zu krisenfrei.de, GEZ. Links, die ich hier dann euch auch noch weiter verlinken werde. Und verlese von da, das Landgericht Tübingen hat jetzt noch einmal, also BRD, ne, hat jetzt noch einmal klar zu verstehen gegeben, dass der nicht rechtsfähige Beitragsservice bei Vollstreckungen der Zwangsbeiträge sich nicht gesetzeskonform verhält. Also hält sich nicht mal an die eigenen AGBs. Erst im Sommer dieses Jahres, am 10. Juni, gab es vom Bundesgerichtshof BGH in Karlsruhe einen Beschluss zur Vollstreckung von Rundfunkbeiträgen, in dem der Beschluss des AG Nagold, also Amtsgerichts Nagold vom 6. März 2014 und der Beschluss des LG, also Landgericht Tübingen, vom 19. Mai 2014 aufgehoben wurde. Und da sind dann die Beschlüsse aufgeführt und die gebe ich euch dann nochmal rein. Das heißt, also hier ist Widerstand auf der breiten Front angesetzt. Ist es überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie man auf noch andere Ideen kommt. Wir müssen, wenn wir uns und unser Leben retten wollen, so einfach mal zusammengefasst, jetzt mal auf die Hinterachsen stellen. Müssen wir mal in Supporte kommen. Müssen was tun. Es sind ja schon sehr viele Leute, die was unternehmen. Denken wir an den Emil Deschler. Den hat man deswegen in das politische Gefängnis fast 300 Kilometer weit weg von seinem Wohnort geschafft. Wegen einer Geldforderung. In Höhe von 4.500 Euronen, weil er sich gewehrt hat, weil er eben Auskunftsbegehren gestellt hat und Zurückweisungen gemacht hat, Nachweise von Amtlichkeit und Rechtgültigkeit verlangt, die keiner ihm bislang liefern konnte. Die einzige Möglichkeit, die haben, ist Gewalt. Gewalt und Terror und Willkür. Und der Sache müssen wir auf den Grund gehen. Es müsste eigentlich jetzt jeder sagen, sorry, ich mache das alles gern. Ich zahle gern eure Steuern, ich zahle eure Bußen und was ihr immer mir in Rechnung stellt, wenn ich irgendwie dazu verpflichtet bin, aufgrund irgendeiner Gesetzeslage. Aber beweist mir erstmal, dass ihr überhaupt solche seid, die das einfordern dürfen. Und ihr müsst staatlich souveräne Beamte sein, um das überhaupt machen zu dürfen, eine Legitimität haben, Nachweise bringen, dass ihr ein Staat seid, dass ihr Ämter seid, wie ihr es behauptet. Und dazu kann man hervorragend zum Beispiel auch unsere Dokumente nutzen, die wir bei Dokumente Download anbieten. Das sind Zusammenstellungen von ganz vielen Vorschlägen, die also unsere Leser, Nutzer und so weiter uns reingegeben haben. Immer nur als Beispiel zu verstehen, das muss man natürlich adaptieren für seine Zwecke, ja. Wir machen ja auch keine Rechtsberatung oder Rechtsberatung, sondern wir sind Medium. Wir sind journalistisch tätig und bieten es als Service für unsere Nutzer an. Und da kann man Auskunftsbegehren stellen, wo man einfach fragt, ja gut, es sind alles wunderschön, was du mir da schreibst, aber jetzt weiß ich erstmal nach, dass du amtlich tätig bist und dass die Gesetze, die du vorgibst oder angibst als Grund für die Forderung, die du an mich stellst, auch Rechtgültigkeit haben. Nicht einfach da so steht, sondern sind die tatsächlich gültig? Sind sie immer noch, sagen wir mal, sind sie erstmal von einem gesetzlichen, also einem gültigen Gesetzgeber verfasst worden? Ja,
Das ist die Frage 1. Zweitens, haben Sie einen Geltungsbereich? Wo sind Sie also gültig? Drittens, sind Sie nicht irgendwie durch eigene, wir wissen das ja bei der BRD, durch die Bundesbereinigungsgesetze eh nichtig gemacht worden? Ja? Und verstoßen Sie nicht gegen das Grundgesetz? Die haben ja diese Artikel 19, das haben wir schon diskutiert, mit dem Zitiergebot. Wenn das alles nicht erfüllt ist, dann ist das Ding nichtig. Kannst du es an die Wand nageln? Und das war's. Ja? Und das muss die breite Front machen. Das ist der einfachste Weg. Dazu musst du nicht auf die Straße gehen. Dazu musst du dich nicht der Gewalt von denen aussetzen. Das ist allenfalls, wenn es nur ein Einzelner macht, wie Emil Deschler, als einer, der am ersten oder zuerst damit angefangen hat, der natürlich aufs Korn genommen wird. Aber der macht der hat diese Erkenntnis ja schon jahrzehntelang. Das ist nicht was Neues, was ihm gerade erst letztes Jahr eingefallen ist. Der hat schon rechtzeitig erkannt, durch frühzeitige Recherche, was hier alles falsch läuft. Also, wie willst du es sonst machen? Also ich meine, ich will hier nicht aufrufen zu irgendwas, sondern ich will die Frage stellen, was kann man tun? Und das ist vielleicht die Möglichkeit. Wenn man so will, ist das eine Form des zivilen Ungehorsams. Ja, wobei, ich meine, wem bist du gehorsam? Oder wem musst du gehorsam sein? Einer Firma gegenüber? Wenn das eine Firma ist, was hat eine Firma dir zu sagen? Hast du mit denen einen Vertrag? Du musst natürlich dafür sorgen, dass du keinen Vertrag mit denen hast und alles kündigen. Gegebenenfalls sogar, einige geben ja ihre Personalausweise ab. Oder solche Dinge. Oder man kann in die Selbstverwaltung gehen oder sonst irgendwas. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich vom System auch offiziell loszusagen. Und ich will da jetzt nicht empfehlen, was das Allerbeste ist. Da gibt es sehr viele verschiedene Vorschläge. Letztendlich ist es nur abhängig vom eigenen Handeln. Und es muss gehandelt werden. Wir müssen jetzt handeln. Reden, zuhören, Kopfnicken. Die Zeit ist für die, die hier regelmäßig dabei sind, vorbei. Das sind nur für die Neuen, die eintreten in diese Diskussion vom Belang, dass die müssen sich erstmal orientieren, die müssen erstmal wissen, was überhaupt los ist. Und dazu haben wir aber so viele Stunden, tausende Stunden von Sendungen, die wir verfügbar machen, gratis. Bei mir ist alles, oder bei uns ist alles gratis. Ja? Es sei denn, man möchte ein paar Sticker bestellen. Ne? Ja, die kosten uns halt auch was. Oder wenn man uns spenden will, das ist aber auch freiwillig, ne? Also damit wir unsere Arbeit hier weitermachen können. Oder wenn man sich ein T-Shirt besorgt, aber das ist nicht bei uns, sondern beim laufteufel.de, ist ein Internetshop, da könnt ihr eure T-Shirts auch von United Style kriegen. Ich habe gerade eins an hier, sieht klasse aus, super Farben, absolut unique, also einzigartig und aufmerksamkeitsstark. Ne? Bin da vorhin mit, ich war noch schnell was erledigen, und war draußen unterwegs und ich guck mal einen Maler an. Das haben sie noch nie gesehen. Okay, also man kann sich auch da leicht dann wiedererkennen. Gut. Also, es ist Zeit. Streik. Ja, wir haben immer schon davon gesprochen, bei United We Strike, das heißt es ja auch, wir, United We Strike heißt übersetzt, gemeinsam streiken wir. Ja? Oder gemeinsam kämpfen wir, im übertragenen Sinne. Und das kann man auch hier machen. Man. Ich wundere mich sowieso da bei VW. Ich meine, die setzen jetzt so und so viele Leutchen einfach vor die Tür. Überall werden die Leute vor die Tür gesetzt, weil natürlich brauchen die Leute nicht mehr bei so viel massenhaft Asylanten und Flüchtlingen und bei dem sowieso bald untergehenden Wirtschafts- und Finanzsystem. Ja, wozu sollen die sich dann noch mit den Leuten ab? Das ist doch klar. Aber warum die dann nicht mal zu Porto kommen und sagen, also jetzt mache ich nicht mehr mit, jetzt ja, will ich also dafür sorgen, dass wir wieder eine funktionierende Wirtschaft haben und ein funktionierendes System. Ein System braucht man sicher. Aber eine, das für die Menschen gedacht ist und nicht gegen die Menschen arbeitet. Und Mann, da müssen die Leute jetzt mal zu Porto kommen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt da auch noch eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen reinsenden. Unter radio@wakeness.net, nur wir reden schon seit ewigen Zeiten davon, dass international einfach nur mal ein paar Wochen gestreikt werden sollte. Vielleicht reichen auch nur wenige Tage, aber sagen wir mal ein paar Wochen, weil inzwischen ist der Dreck ja so hoch gewirbelt, dass man also schon auch wirklich Zeichen setzen muss. Wenn alle streiken würden, würde ja nichts mehr gehen, ist das System zu Ende. Da geht nichts mehr. Da können sie nicht mal mehr ihre Fahrzeuge, auch die Militär- und Polizeifahrzeuge, nicht mehr tanken,
Weil die Leute, die dafür da sind, das nicht machen. Ja, oder? Ja? Also solche Dinge. Ne? Also das kann man alles machen. Und Streiks, also auf die Straße gehen, wie gesagt, hat zwei Seiten. Das eine ist grundsätzlich richtig, aber nur wenn es viele sind. Wenn es so wenig sind und es ein heikles Thema ist, weswegen man streikt, dann ist man eben der Gefahr ausgesetzt, dass man von dort vom System, also Gewalt ausgesetzt wird. Aber ich denke, die Zeit der kleinen Demonstrationen geht eh zu Ende. Ich glaube, die Leute sind inzwischen also schon so ein bisschen wacher geworden, also ein bisschen heller vielleicht auch. Ich weiß, dass nach Stuttgart 21, die zunächst ja erstmal noch geglaubt haben, also alles mit Bordmitteln, also mit Systemmitteln bewältigen zu können, haben ja inzwischen auch ganz viele gemerkt, dass da irgendwas anderes noch eine Rolle spielt. Die lesen auch quer und wir haben da auch schon vor 2 Jahren mal Interviews geführt und so mit Leuten, wo wir da vor Ort waren. Die wissen alle schon auch Bescheid, ne, was da so läuft. Ne? Ja, wie gesagt, Generalstreik. Hier steht was im Chat. Generalstreik, so sollte man ja auch nicht offiziell machen, sondern und auch nicht dazu aufrufen, sondern einfach sagen, Leute, wir müssen irgendwas mal unternehmen. Ja, und die einzige Möglichkeit ist zu sagen, okay, ich mache keinen Streik und das wird nicht als Generalstreik gemacht, sondern man bleibt einfach mal zu Hause. Man nimmt ein paar Tage Urlaub oder und zwar alle so. Oder ist krank aus Versehen. Ne? Gibt's auch sowas. Ne? Aber gut, das kann ich nicht, das kann ich nicht bestimmen und auch nicht sagen für alle. Das sind einfach nur so Gedanken, die einem natürlich in den Sinn kommen, vor allem, weil ich ja schildere, wie wir es bei United We Strike weltweit sehen. Und weltweit muss das geschehen. Es reicht nicht, wenn das in irgendeinem kleinen Örtchen ist oder in einem selektiven Gebiet. Ich meine, ich weiß, in Belgien wird gestreikt, überall sind sie am Streiken. Aber es muss vor allen Dingen eben etwas Koordiniertes sein, was also übergreifend, grenzenübergreifend, wenn man das so definieren möchte, passiert, oder? Weiß ich nicht. Ja, eben, ich meine, wenn man sowieso schon sieht, dass die Wirtschaft und sein Arbeitsplatz verloren geht, dann kommt es nicht mehr darauf an. Also ich meine, da muss man einfach auch mutig werden. Da muss man sagen, okay, also ich schaffe mir dann lieber meine eigenen Arbeitsmöglichkeiten, die ja im Moment verhindert werden. Weil wenn du dich selbstständig machen willst, egal wo das ist, bist du ja schon vornherein so dermaßen in diesem bestehenden System besteuert, belastet, mit Auflagen gequält, dass du es überhaupt gar nicht schaffst. Und vor allen Dingen hast du das Kapital nicht. Ja, also hier müssen vollständig, ja, was du dir leihen musst oder sollst, ne? Um dich dann gleich von vorne an so zu verschulden, dass du nie auf den grünen Zweig kommst. Das ist ja die Absicht dahinter. Das ist auch mit den Studiengebühren übrigens so. Die Einführung der Studiengebühren zielt nur darauf ab, letztendlich sich Sklaven heranzuziehen. Ne? Das ist der einzige Grund. In den USA ist das schon seit ewigen Zeiten so. Solange da nur Studenten hingingen, die sowieso aus reichen Familien stammten, spielte das nie eine Rolle. Aber wenn dann auch die aus den sogenannten ärmeren Schichten mal solche Studiengänge belegen wollen, dann ist das gar nicht möglich ohne Kredite. Und wenn du dich dann von vornherein für dein ganzes Leben verschuldest, dann hast du von dem Studium ja gar nichts. Also es ist irgendwie irre, was da alles abläuft. Und das muss man einfach nochmal ein bisschen durchdenken, ein bisschen durch, ja, also man muss auch vor allem mal sich überlegen, Mensch, das, so kann es doch nicht weitergehen. Wir müssen irgendwie versuchen, einen anderen und neuen Weg einzuschlagen, weil der hier jetzt auf uns zukommt, der ist einfach nicht zu meistern. Stell dir mal vor, die machen das wirklich, und damit davon ist auszugehen, die Steuern überall anzuziehen. Das wird ja nicht nur in der BRD, im Bundgebiet so gemacht, sondern das wird dann überall gemacht. Weil überall sind diese Kosten. Ihr meint immer, das wäre nur im Bund der Fall. Es ist nicht nur in Österreich Bund, sondern auch in der Schweiz so. In der Schweiz ist es genauso.
Es wird nur eben nicht so richtig berichtet darüber, weil es nur sehr wenige neue Medien gibt, die darüber sich trauen zu berichten. Aber hier ist es ganz genauso mit den Flüchtlingen. Das ist alles ein generelles Spiel und das ist in Frankreich, Belgien, in all den anderen Ländern genauso. Also, und das wird ja erst im nächsten Jahr so richtig schlimm, ne, wenn wir die weiter so geschehen lassen. Und dann wird es eben, je schlimmer es wird, das ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Je schlimmer es wird, desto eher werden die Leute irgendwann einmal keinen Bock mehr drauf haben, also keine Lust mehr haben, dieses Spielchen mitzuspielen. Aber die Ausgangspositionen werden immer schlechter für die Einzelnen, weil sie verlieren ihr Einkommen, sie verlieren ihre Basis, sie müssen dann noch mehr um ihr Leben kämpfen und werden auch noch mehr drangsaliert. Nicht? Allein diese Bargeldabschaffung ist ja schon eins der größten Verbrechen, die sie planen, ne? Um uns dann eben mit Chip zu kontrollieren zu können. Das ist ja es wird dann eine Pflicht für jeden, ein Bankkonto und eine Bankverbindung zu haben, weil anders geht's ja nicht. Und wie gesagt, dann wissen sie jeden Schritt von dir, ne? Ob du dir jetzt ein Kaugummi kaufst oder ob du in den Puff gehst oder so, nicht? Oder saufen oder irgendeine Reise hinmachst oder Spitzenwäsche kaufst, ja? Alles wissen sie dann. Die können deine Vorlieben herausfinden von jedem einzelnen Vorgang. Das können sie ja jetzt schon mit den Kreditkartenkäufen und bargeldlosem Verkehr. Na gut, also das nur so am Rande. Jetzt wisst ihr eh, da brauche ich nichts da diesbezüglich noch zu erwähnen. Da einfach nochmal dieses Video schauen, was ich da verlinkt habe von Time to Do. Sollte da mal rein. Okay, gut. Jetzt schauen wir nochmal, ob was von euch noch reingekommen ist hierzu an Fragen, Kommentaren, Ansichten und so weiter zur heutigen Sendung. Hier gibt es noch was. Hallo. Selbstschutz ist dringend notwendig. Da geht es um Verbrechen in Deislingen, Nähe Villingen, Schwenningen, auch hier in Baden-Württemberg wieder. Selbstschutz ist dringend notwendig. Für Landbewohner ist eine Mistgabel sicherlich richtig. Golfer wählen Eisen, so zitiere ich von da. Sportschützen und Jäger, So hat jede Berufsgruppe seine Möglichkeit. Nur mal so zur Info. Gestern wurde in Deislingen ein Bauer erstochen von einem Ausländer. Ein Rumäne, weiß man schon, wird nur nicht in der Presse geschrieben. Erstochen wegen ein paar Euro. Kam hier beim schwarzwälder-bote.de, den Link gebe ich später rein. Heute im Verlauf des Vormittags waren hier zwei Landstreicher aus dem Ausland, in Anführungszeichen, unterwegs. Der erste wollte Autos kaufen, hat aber kein Wort Deutsch gesprochen. Wollen deine Auto kaufen, du rufen da an und gab mir einen Zettel in die Hand mit einer Handynummer. Den habe ich ganz schnell vom Hof geschmissen. Der zweite, knapp eine Stunde später, rannte ums Haus, klopfte an der Tür, an der Fassade, dann klingelte er noch, damit man ihn ja wahrnimmt, so die Zusendung. Also ich raus, gleich drückte er mir einen Zettel in die Hand, ich nahm den Zettel, schmiss ihn in die Tonne vor dem Haus und wollte ihn ebenfalls vom Hof jagen und dann ging es los. Er wurde mega wütend, eine mega Diskussion mit Händen und Füßen ging los. Ich sagte ihm, er solle arbeiten gehen und nicht betteln. Ich rufe Polizei, ich ja, dann mach. Dann kommst du ins Gefängnis. Betteln ist verboten hier im Land. Auf einmal schubst er mich zur Seite, greift in die Tonne, holt sich seinen Zettel wieder. Ich habe ihn am Rucksack gepackt und ihn in Richtung Hofausgang geschmissen, dass er fast im Rasen landete. Unter heftigen Maulen und Schimpfen ging er von dannen, schaut ihm noch eine Weile hinterher. Kein einziges Haus steuert er mehr an der Straße. Und dann hat er einen Link zu eBay gemacht mit Mistgabel. Das steht jetzt in Zukunft hinter der Tür für solche Fälle. Mann, oh Mann, ja, also gut. Also da gebe ich euch dann auch die Links rein. Es geht los. Ne? Also das kann natürlich noch häufiger passieren. Gar keine Frage. Dass wir uns hier auch auf solche Sachen vorbereiten müssen. Ne? Ist gar keine Frage hier, wirklich. Also, es ist nicht zu fassen, ey. Gut, was haben wir noch hier? Schaue ich nochmal eben. Das habe ich schon vorgelesen. Okay. Muss ich mal ein bisschen sortieren hier. Gerade. Was da noch
drin ist. Ja, dann soll es eine Autobahnplakatierung gegeben haben auf der A81 in Sindelfingen. Allerdings muss da noch die Authentizität geprüft werden, ob das denn noch stimmt. Wo also ein Plakat an der Autobahn bei Sindelfingen aufgenommen wurde. Es zeigt, was unseren Kindern blüht, wenn wir den Islam nicht aus Europa werfen. Steht da. Eure Kinder werden Allah beten oder sterben. Gut, weiß ich nicht, ob das ein Fake ist oder ob es richtig ist. Aber gut, unabhängig davon, wir müssen alles checken hier, was hier so los ist. Da habe ich noch ein paar Links zu Filmen. Die muss ich aber erstmal mir anschauen, bevor ich dazu was sagen kann. Ja, wie gesagt, wir sind auf vielfältigem Feld hier im Krieg. Und der Krieg wird geführt und gelenkt und geleitet durch Strategen, die von den Regierungen aus dann umgesetzt werden, die Strategien. Und das ist das Fatale. Das Vertrauen darin, dass deine Regierung, dein Staat etwas für dich tut, ist ein Irrglauben. Das ist schon lange ein Irrglauben. Aber jetzt ist es besonders deutlich, weil sie aktiv dabei erwischt werden, wie sie die eigene Bevölkerung hier nicht nur bekämpfen, sondern also ruinieren, Gewalt antun und dann auch noch fremde Leute ins Land holen, die völlig uneinschätzbar für uns auch eine drohende Gefahr für uns Menschen darzustellen scheinen. Das muss man leider so sagen. Ja, würde es auch gern anders sehen, aber ich weiß nicht wie. Im Moment fehlt mir dazu die Erkenntnis, dass das anders ist. Also im Gegenteil. Wir haben ja so viele Informationen darüber, dass wir also sicher sind, dass es hier also eine geplante Aktion ist, die hier stattfindet. Ne? Oder? Ja. Ansonsten nochmal der Hinweis, wir werden nachher nicht mehr die Sendung wiederholen, sondern wir gehen gleich in die zweite Phase der heutigen United by Strike Radio Marathon-Sendung, nämlich in den englischsprachigen Teil. Das heißt, es wird keine Wiederholung der Sendung geben, es wird später in den Archiven kommen, bis zur nächsten Sendung hier, die fortlaufend bei Wake News und United by Strike Radio gesendet werden. Aber wir werden dann versuchen, zeitnah eine Videoaufzeichnung der heutigen Sendung zur Verfügung zu stellen. Auch sind wir jetzt noch in den letzten Zügen, unseren Film fertig zu machen, der halt sehr aufwendig ist, weil er sehr viel bearbeitet werden muss. Von unserer Woche, wo wir in Außenaufnahmen waren, euch zur Verfügung zu stellen. Das kommt, also keine Sorge, aber es braucht noch etwas. Hoffen, dass wir jetzt am Wochenende, erst kommen ja immer irgendwelche Sachen wieder dazwischen, die ich also auch nicht, wo wir uns dann einbringen müssen, das ist halt so. Und da schauen wir, dass wir das irgendwie hinkriegen. Will. Noch eine Information, die ich also gewaltig finde, ich gebe euch auch den Link dazu, das ist zwar englischsprachig, aber ungeheuerlich, hatte ich auch in einem Video aufgeschnappt, nämlich die Webseite heißt strongcitiesnetwork.org. Das ist eine Webseite auf Englisch, die also weltweit 23 Städte benennt, also Großstädte, die miteinander zusammenarbeiten. Das ist die Stadt Puno, Oslo, Minneapolis, Antalya, Medellin, Tunis, Dakar, Paris, Mombasa, Denver, Mumbai, Palermo, Montreal, Kano, Kopenhagen, Stockholm, Victoria, Rotterdam, Atlanta, Aarhus, Dänemark, Beirut, London, New York und
diese Städte haben sich zusammengeschlossen. Sie haben also eine, ja, wie soll ich sagen, einen Firmenzusammenschluss gemacht. Sie machen ihre eigene Politik und setzen die, das sind ja Millionen Menschen, die ihr da vertreten, und die Millionen Bewohner einer solchen Stadt haben ja gar keinen blassen Schimmer von dem, was ihre Stadtregierung, also ihr Bürgermeister, Oberbürgermeister, also wie immer die Leute heißen, eigentlich machen. Es läuft ja auch alles im Geheimen. Für die, die da drin sitzen, ist das alles deutlich und klar. Die sehen das eben aus der Welt, der neuen Weltordnung, indem sie sagen, jo, also Firmen schließen sich zusammen, schließen wir uns als Städte zusammen, dann bilden wir eine Partei sozusagen. Und das geht sogenannte länderübergreifend. Das hat überhaupt gar nichts mehr mit Nationen und Staaten und Völkerrecht oder irgendwas am Hut. Es gibt ja auch zum Beispiel den Deutschen Städtetag. Da sitzen die Vertreter dieser sogenannten Städte, die auch meistens als Unternehmen geführt werden. Und ich denke mal, alle diese Städte, die jetzt vorhin genannt waren, wenn wir die untersuchen bei Dun & Bradstreet, sind die alles eingetragene Unternehmen. Die arbeiten also mit einmal zusammen, schließen sich zusammen und machen eine eigene Politik, die hat nichts mehr mit einer Staats- und Nationalpolitik zu tun. Die wird nicht mehr von den Menschen, den Bürgern mit beeinflusst, weil da sind ja nur so und so viele aus New York dabei. Und wenn die überstimmt werden von den anderen Städten, die auch ein paar Millionen Einwohner zusammenkriegen, dann sagt dann New York, ja, sorry, aber ich muss mich dem unterwerfen, was die sagen. Das ist so dieses altbekannte Muster, wie es ja auch bei den Parteien der Fall ist. Die Parteiendiktatur, in der wir leben, weil es, man kann sagen, vielleicht sogar Gott sei Dank, nicht nur eine Partei gibt, die gewählt werden kann, sondern viele, und die in der Regel keine Mehrheit erlangen, sondern immer koalieren müssen, also sich mit anderen zusammenschließen müssen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass also die Leute, die eine bestimmte Partei mit dessen oder deren Parteiprogramm gewählt haben, ja überhaupt gar nicht ihre Interessen durchbekommen, weil die sagen ja dann, ja sorry, aber um an die Regierung zu kommen, mussten wir uns mit dem Koalitionspartner einigen und deshalb haben wir ein paar Punkte aus unserem Programm gestrichen und die anderen haben ein paar gestrichen. Und da machen die nachher etwas, was du gar nicht wolltest und sie nie deshalb gewählt hättest, machen es dann einfach. Das ist Tagesgeschäft und so läuft das hier ab und nicht nur bei uns hier in der Schweiz, sondern überall, auch in, eben im Gebiet des Bund, wo noch vorgetäuscht wird, dass es sich um einen Staat handelt und ja, so. Aber gut, das, da erzähle ich nichts Neues. Ja, okay. Ja, wir sind durch, weil ich muss jetzt pünktlich aufhören, weil wir jetzt gleich in die zweite Phase kommen. Wir sind ja im United Cycle Hardy Marathon. Und da geht es gleich weiter mit der nächsten Sequenz mit Neil Forster. Und da werde ich hinter den Kulissen produzieren. Ja, und danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt weiter hier zuhören. Der United Cycle Radio Marathon geht bis in die Früh, Sonntagfrüh, mit klasse anderen Gästen und Gastgebern. Super, dass ihr da wart. Und ich danke euch. Bitte vergesst nicht, uns zu unterstützen. Ja, und wir hören jetzt ausgangs von Tommy Truesser, United We Strike. Und dann, ja, denke ich, sehen wir uns spätestens nächste Woche. Ne? Oder bis dann. Join UnitedWeStrike.com Radio on the second Saturday of every month for our live international radio marathon. Don't buy, don't comply, ask why.